So Leute, ihr habt richtig gesehen, ein neues Video von mir. Und in dem Video wollte ich mal aufgrund des aktuellen Anlasses, ganz viele von euch haben es mit Sicherheit mitbekommen, der eine von The Real Life Guys ist leider an seiner Krebserkrankung verstorben am 9.6. Der eine oder andere von euch wird es wissen, 2018 hatte ich genau dieselbe Krankheit wie er. Und letztendlich muss man einfach so fair sagen, ich hätte das sein können. Also, dass ich damals so gut da rausgekommen bin, war, ich will nicht sagen nur Glück, mit Sicherheit nicht nur Glück, aber wie ich damals so gut damit umgehen konnte und es heute auch noch größtenteils tue, darauf wollte ich mal in dem Video eingehen. Es ist jetzt kein klassisches Motorradvideo, aber denke ich für den einen oder anderen dennoch interessant, weil ich auch ganz einfach oft auf Instagram Schicksale von euch mitbekomme, wo mir erzählt wird, ja, ich habe dieselbe Krankheit oder ähnliches und ich finde es krass, wie du damit umgehst und deine Videos haben mir irgendwie Mut gemacht und toll, dass du damit so umgehen konntest und wieso ich das damals so geschafft habe, darauf will ich heute mal eingehen. Um ganz nochmal kurz das zu überreißen für die Leute, die es nicht wissen, ich hatte in 2018 hatte ich Lymphdrüsenkrebs. Hodgkin-Lymphom nennt sich das Ganze, für die, denen das was sagt, könnt ihr ja gerne auch mal googeln. Und da muss man fairerweise dazu sagen, das ist eine der Krebskrankheiten, die mit Abstand am besten therapierbar ist. Das heißt, du hast bei der Ersterkrankung hast du eine Heilungswahrscheinlichkeit von über 90%. Klingt natürlich jetzt so, oh ja, dann ist ja gar nicht so krass, ne? Tja, leider auch nicht, also klingt jetzt erstmal viel, 90%, und das ist es mit Sicherheit auch. Da haben ganz andere Leute Krankheiten, die viel, viel schlechter therapierbar sind und die viel mehr Angst haben müssen, was das schon mal angeht, selbst bei der Ersterkrankung. Dementsprechend war halt bei mir auch so im Kopf, ja, also das ist natürlich jetzt alles scheiße und du brauchst Chemotherapie und so weiter und so fort, aber mein Arzt hatte mir eben auch gesagt, die Heilungswahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Und da ist mir ein Gedanke, eine Aussage von ihm immer im Kopf geblieben, die mich extrem gefreut hat, dass er die damals so gesagt hat. Ich denke mal, für ihn war das unterbewusst. Aber wie er mir damit geholfen hat, das war halt einfach krass. Weil er hat damals gesagt, im Sommer wirst du wieder gesund sein. Und das war immer in meinem Kopf. Und ich habe so gedacht, okay, der hat Jahrzehnte auf diesem Gebiet hatte er Erfahrung. Und wenn der das sagt, vertraue ich dem jetzt einfach mal. Und dann ging die Chemotherapie los und klar, es war scheiße. Die Haare sind ausgefallen, du hast dich schlapp gefühlt, du warst einfach so abgeschlagen. Du sahst einfach aufgedunsen aus, einfach wie ein anderer Mensch, einfach nicht gesund. Das ist eben einfach bei einer Chemotherapie so. Aber ich habe mir damals immer im Hinterkopf behalten, wenn es mir scheiße ging, und das war natürlich auch schon häufiger, aber auch nicht immer, muss man auch dazu sagen, also das war auch nicht in der kompletten Chemotherapie, dass es dir über Monate hinweg nur schlecht ging, definitiv war das nicht der Fall. Und dementsprechend, wenn es mir dann mal schlecht ging, habe ich mir immer gedacht, ja, der hat mir gesagt, im Sommer wirst du wieder gesund sein und darauf vertraue ich jetzt. Und das habe ich getan und war damit ehrlich gesagt auch sehr, sehr gut beraten, muss man sagen. Weil es war dann so, dass ich vielleicht so 2-3 Wochen in der Therapie drin war und da hat er gesagt, okay, am 13. Tag wirst du dich so und so fühlen. Und da dachte ich mir so, woher soll der Arzt denn das wissen? Aber der hatte einfach so viel Erfahrung mit den Medikamenten, wie die sich auf den Körper auswirken. Und das hat alles haargenau gestimmt. Der hat gesagt, am 13. Tag wirst du dich so fühlen. Am 21. wird es so und so sein. Am nächsten Tag ist es aber schon wieder deutlich besser. Und es war immer so, es war immer so. Und da habe ich mir gedacht, alter Schwede, der hat ja wirklich mit allem recht. Also wird das, dass ich im Sommer gesund sein werde, auch einfach korrekt sein. Und daran merkt man einfach mal, wie enorm wichtig es ist, dass ihr kompetente, gute Ärzte habt. Arzt sein ist so viel mehr, als einfach nur fachliche Kompetenz zu haben. Ihr müsst einfach zwischenmenschlich so gut interagieren können, dass ihr den Leuten halt einfach Mut machen könnt und sagen könnt, egal wie scheiße es gerade aussieht, wir haben diese Möglichkeiten und die schöpfen wir aus. Und ich weiß, dass es jetzt nicht cool ist, aber wenn die Möglichkeit besteht, und das ist natürlich nicht bei jedem der Fall, aber bei mir war es jetzt so, dass das sagt, okay, die Heilungswahrscheinlichkeiten sind sehr hoch und es ist sehr wahrscheinlich, dass du im Sommer wieder gesund sein wirst, dann sagt ihm das auch ruhig mal.
Und das macht halt einfach extrem viel aus. Also sprechen, 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 darüber reden, auch wenn es euch schlecht geht. Und es ist auch gar kein Problem, wenn ihr nicht so einen Arzt habt, der euch so viel Mut macht, oder ihr auch so einen Arzt habt und ihr trotzdem extrem Angst habt. Das ist alles ganz, ganz normal. Also da haben mir wirklich schon Leute geschrieben, die damit extreme Probleme und Ängste entwickelt haben und so. Das weiß ich ja von mir selber. Gerade auch nach der Therapie habt ihr dann extrem daran zu knabbern. Vor allen Dingen, wenn man dann solche Schicksale sieht, die jetzt, wie zum Beispiel vom Philipp, der da jetzt dran verstorben ist, leider. Was mir übrigens auch dann sehr zu schaffen gemacht hat, obwohl meine Krankheit jetzt quasi auch schon 3 Jahre zurückliegt und nach 5 Jahren geltet ihr als geheilt. Und ja, davon habe ich jetzt schon mehr als die Hälfte. Und dreimal auf den Tank klopfen, dass es auch definitiv so bleibt und ich bitte immer gesund bleibe. Trotzdem macht euch das auch in den Jahren danach immer noch Sorgen. Und ihr habt da auch immer Angst vor, dass es irgendwie zurückkommen könnte. Das ist einfach so, das wird euch auch niemand abnehmen. Aber es gibt halt ein paar Sachen, mit denen man das halt bewältigen kann. Und das ist wie mit Trauer, wenn jemand von euch stirbt, ein Freund oder Familienangehöriger. Das kommt immer mal wieder so in Wellen zurück. Also kann ich mich auch nicht von ausnehmen. Bin jetzt auch nicht jeden Tag so, dass ich mir gar keine Gedanken darüber mache. Mal einen Tag gibt's, da macht es mir mehr zu schaffen. Und dann gibt es wieder Tage, Wochen, wo ich fast gar nicht drüber nachdenke. Gerade auch nach der Therapie, da könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben, wenn ihr irgendwie damit zu tun habt oder Angehörige von euch und ihr einfach Fragen dazu habt, könnt ihr mir gerne Kommentare schreiben. Da ist es auch einfach so oft so, dass ihr euch dann plötzlich Sachen einbildet. Bei mir nach der Therapie, ich war in dem ersten halben, dreiviertel Jahr danach, da war ich noch im Abi, da habe ich mir so oft Sorgen gemacht, dass es irgendwie zurück sein könnte und habe immer abgetastet, die Lymphknoten und so. Mir immer gedacht so, oh nee, scheiße, der ist ja schon wieder geschwollen. Scheiße, bist du wieder krank? Musst du jetzt wieder zurück ins Krankenhaus und musst wieder Therapie machen? Und ja, das muss man auch einfach mal sagen. Die erste Therapie hat sehr, sehr gute Heilungswahrscheinlichkeiten. Aber wenn du innerhalb eines Jahres danach wieder krank wirst, dann sinken die Chancen schon auf, weiß ich nicht, knappe 50%, glaube ich, runter. Und mit jedem Mal, wo es wieder zurückkommt, immer mehr und immer mehr schwinden dann eure Chancen, dass ihr wirklich nochmal geheilt werdet. Weil es auch einfach so ist, wenn die Therapie beim ersten Mal nicht angeschlagen hat, ja, dann kann man sich auch fragen, warum sollte es beim zweiten Mal tun, ne? Nochmal ein ganz anderes Thema. Kann ich gegebenenfalls nochmal ein extra Video zu machen, wenn euch das interessiert. Das waren halt so meine Mechanismen, wie ich damit umgegangen bin und was halt auch einfach geholfen hat. Ich habe mir nie Gedanken, von Anfang an habe ich mir nie Gedanken gemacht darüber, das zu verheimlichen oder so oder damit nicht offen umzugehen, dass ich jetzt krank bin. Ich meine, die Leute werden das doch eh sehen. Die haben doch gesehen, dass mir die Haare ausgefallen sind. Die haben doch auch eh gesehen, dass mein Gesicht total aufgedunsen war. Ich meine, ihr müsst euch doch nur mal die Videos von damals anschauen, wie extrem ich mich da optisch verändert habe. Und die Leute werden das sowieso mitbekommen. Und dementsprechend lieber offen damit umgehen und auf die Leute zugehen und sagen so, ja, ich bin krank, aber deswegen müsst ihr mich jetzt nicht anders behandeln und ihr müsst auch nicht immer Mitleid mit mir haben, das will man in der Regel auch nicht, das nützt mir ja auch nichts. Es ist schön, wenn ihr euch für mich interessiert und Mitgefühl zeigt und so. Ja, man will ja einfach eigentlich nur ein ganz normaler Mensch sein, der lebt wie jeder andere auch, gerade dann, wenn man so eine Krankheit bekommt in so jungen Jahren und ihr noch im Abitur seid oder wo auch immer, Ausbildung, was auch immer gerade bei euch abgeht oder Studium. Und da hat man schon genug mit sich selber zu kämpfen, dass man monatelang, wenn nicht sogar jahrelang, extrem viel zurückstecken muss, weil man einfach diese Therapie macht und halt so angeschlagen ist. Immunsystem ist extrem runtergefahren und so. Ihr könnt da nicht auf Partys gehen und solche Geschichten. Dementsprechend hat man eh schon genug damit zu kämpfen. Deswegen offen damit umgehen. Und ich habe damals meine Videos gemacht und da haben mir auch die Leute geschrieben, ja, mega krass, dass du damit so umgehen kannst und so. Und das hat mir dann einfach Mut gemacht. Selbst Leute, die nur meine Videos sehen, die mich noch nie persönlich kennengelernt haben, haben trotzdem dann so schöne Worte gefunden, die einfach sehr, sehr gut tun können. Und das gilt für jeden. Da müsst ihr ja auch gar nicht Videos im Internet machen. Das gilt für jeden da draußen, der sowas hat. Und das muss ja noch nicht einmal Krebs sein. Es kann ja auch jede andere Krankheit sein. Sprecht mit den Leuten offen darüber und da wird ja keiner zu euch kommen und sagen so, oh, haha, du hast jetzt diese Krankheit, denkst du wirklich, da wird dich jemand für irgendwie ausgrenzen oder so? Jeder wird da freundlich zu dir sein. Es gibt da einfach keine Menschen, die da irgendwie dann nicht gut zu dir sind. Und deswegen offen darüber sprechen, hilft extrem. Und auch definitiv mit dem Arzt, Angehörigen, Freunden, Familie. Ja, das war es soweit zu dem Video.
Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Lasst gerne einen Kommentar zu dem ganzen Thema da, würde mich freuen. Könnt auch gerne kommentieren. Vielleicht seid ihr selber gerade in der Situation und findet deswegen das Video. Oder ihr habt Angehörige in der Vergangenheit gehabt oder auch aktuell und euch hat das Ganze ein bisschen geholfen. Teilt das Video auch gerne mit denjenigen. Könnte durchaus ja den Leuten weiterhelfen. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Schaut auf Instagram und TikTok vorbei, wenn ihr keinen weiteren Content von mir verpassen wollt. Und das nächste Video ist dann wieder ein reines Motorradvideo. Also für alle, die sich für sowas nicht so sehr interessieren, könnt ihr euch dann aufs nächste Video freuen. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal.